immer so schlecht ist in den Händen. Gebet. Lobpreis ist eine Form von Gebet. Ne? Also Gebet.
So, ja, du hast gerade gesagt. Ach so, nee, ich hab's gerade gehört, das Wort. Evangelium. Evangelisieren. Evangelisieren, das heißt, Leute von Jesus erzählen, heißt das. Evangelisation. Oh, das ist ein schweres Wort. So, okay, wer weiß noch was? Ich kann dir auslassen.
extra hergekommen. Du hast mich doch, wir haben doch was rausgebracht. Ja, ja. Gleich, gleich. Oh, das neue Spiel wollte ich auch noch ausprobieren. Das war sehr gut. Hast du ein neues Spiel? Ja, aber es ist für eine Person. Aber ich hab's gleich, aber das hat mir der Tim neu runtergeladen. Das ist so cool. Also in einer halben Stunde muss ich auch wieder gehen, weil wir haben dann noch einen Termin beim Zahnarzt. Ja, ich bin gleich fertig. Wie viel Uhr musst du gehen? Um 4:30. Oh, das ist ja in 5 Minuten. Oh. Okay. Also dann. Tschüss. Andermal, kannst ruhig wiederkommen, gell? Ja. Ich freue mich immer über Besuch. Ich muss mal aufs Klo. Was fällt dir ein? Ich dachte, du bist ein Mann Gottes. Und jetzt? Jetzt ist mein Sohn
er sich. Ich nehme jetzt den Sohn und frage Gott. So ging er zu der Frau und sagte, gib mir den Sohn. Den toten Jungen. Ich werde meinen Gott fragen. Er nahm den Sohn und trug ihn in sein Zimmer und legte ihn auf seine Matte, der immer geschlafen hat. In seiner Verzweiflung schrie er zu Gott. Gott, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe das nicht. Wie kannst du dieser Frau so ein Leid antun? Ihr Sohn ist tot. Das kann doch nicht sein. Sie hat mich so gut aufgenommen. Sie hat alles getan, was du wolltest. Und sie hat mich versorgt. Sie war so gut zu mir. Wie kannst du ihr so ein Unglück zulassen? Wie kannst du so ein Unglück zulassen? Er war ganz verzweifelt. Und dann beugte er sich dreimal über diesen Jungen, über den toten Jungen. Warum? Weiß ich nicht. Das steht doch nicht in der Bibel. Das hat auch keine Bedeutung eigentlich. Aber er beugte sich dreimal über den Jungen. Nachdem er sich dann das dritte Mal über den Jungen gebeugt hat, dachte er sich, jetzt flehe ich Gott um ein Wunder. Herr, du bist der allmächtige Gott und du kannst alles, wenn du es willst. Bitte lass das Leben wieder in diesen Jungen zurückkehren, bitte. Mach ihn wieder lebendig, erwecke ihn wieder auf. Bitte. In dem Augenblick öffnete er die Augen und er setzte sich auf und umarmte Elia. Und er war wieder gesund, er war wieder am Leben. Gott hatte ihn zum Leben erweckt. Durch Elia. Und Elia nahm ihn an der Hand und brachte ihn zu seiner Mutter zurück, die er noch gar nicht wusste, was für ein Glück der widerfahren ist. Sehr kritisch bei euch, deine Ecke. Okay, aber ihr habt es trotzdem mitgekriegt, ne? Der Elia, der wusste auch nicht, warum Gott das jetzt gemacht hat, dass Gott diesen Jungen hat sterben lassen. Und er war auch eigentlich irgendwie gar nicht mit einverstanden, was Gott da gemacht hat. Und jetzt mal meine Frage, wie hat dann Elia mit Gott gesprochen? Elena. Hat zu ihm gebetet, also hat sich hingekniet, hat ganz ordentlich die Hände gefaltet, ja, hat die Augen Mama. Geschlossen und hat... Er hat geschrien. Wie, der hat geschrien? Der war total sauer auf Gott. Der war sauer auf Gott? Aber das kann er doch Gott jetzt nicht so sagen, oder? Ich meine, wenn man mit Gott redet, muss man vielleicht ein bisschen leiser reden. Nein. Und immer die schönen Worte nehmen, nur. Und Bitte und Danke sagen und höflich sein. Samuel? Der Elia hat einen unangemessenen Ton. Das hätte gleich die Lehrer gesagt. Ja, also ich denke mal, dass Elia die Wortwahl, damals haben die doch sehr darauf geachtet, was sie für Worte gesagt haben, wird er sich schon korrekt ausgedrückt haben. Aber Elia hat gesagt, Mensch Gott, ich bin sauer. Gott, das geht doch nicht, was du hier machst. Ich bin da nicht mit einverstanden, was du hier machst. Und wisst ihr was? Gott hat nicht gesagt. Also Elia, mein liebes Freundchen, das war jetzt ein unangemessener Ton, mit dem du mit mir redest. Und dann habe ich gesagt, Elia, wer so mit mir spricht, der kriegt schon mal gar nichts. Nein, Gott hat Elia gehört. Gott hat gehört, dass es Elia wütend gemacht hat. Und Elia wusste vor Gott, brauche ich jetzt keine Maske anzuziehen mit einem schönen, frommen Gesicht und auch sagen, ach, danke, Jesus, dass du hier was gemacht hast, was ich vielleicht auch nicht so recht verstehe, was nicht so schön ist, weil die Frau ist ja auch traurig. Nee, Elia wusste, Gott ist der, mit dem ich reden kann, wie mit einem Freund. Wir haben anfangs gesehen, so eine Freundschaft, wenn der eine nicht redet, ist es eine gute Freundschaft. War für die Freundin, die zum Such kam, nicht schön. Und deshalb ist es für uns wichtig, Emilia, bleib mal hier vorne, guck mich mal alle nochmal an, hallo? Auch die mit dem Knie oder mit den Fingern beschäftigt sind, Yami, das ist wichtig.
auswendig gelerntes Gebet. Oder vielleicht kann ich das, wie ich hier gelernt habe, aber weiß jeder von euch, dass er in jeder Situation, egal wie es einem geht, zu Jesus gehen kann und sagen, Jesus, das und das bedrückt mich auf dem Herzen, wie wenn ich jetzt zur Katrin gehe und sage, Mensch Katrin, ich bin so traurig, weil heute ist ein ganz blöder Tag. Oder ich kann zu Jutta gehen und sagen, Mensch Jutta, warum ist das jetzt so? Das regt mich jetzt auf, dass es so ist. Und genauso wie ich zur Katrin und zur Jutta oder zu Michaela, zu Joachim, zu Evi oder zu euch reden kann, hat Elia mit Gott geredet. Und das steht in der Bibel, damit auch wir wissen, dass wir auch, so wie wir denken, mit Gott reden können. Dass wir ihm alles sagen können. Dass wir auch nicht eine bestimmte Uhrzeit abwarten müssen, vielleicht immer nur so vor Mittagessen oder nach dem Mittagessen oder vor dem Schlafen gehen oder zum Aufstehen, sondern dass Gott immer ein offenes Ohr für uns hat. Egal zu welcher Uhrzeit, egal wie es uns geht, dürfen wir und vor allen Dingen sollen wir auch mit Gott reden. Viele von euch haben jetzt auf dem Camp gesagt, ja, Jesus soll in meinem Herzen wohnen. Der soll immer an meiner Seite sein. Aber vielleicht fühlt sich Jesus manchmal wie die Freundin, die da zu Besuch war, denkt, ja, ich bin jetzt immer dabei, aber eigentlich sprechen die gar nicht mit mir. Eigentlich hat der Jakob mich eingeladen, dass ich in seinem Leben dabei sein soll, aber er spricht gar nicht mit mir. Oder vielleicht bei der Pauline oder bei der Mara, die haben jetzt gesagt, Jesus, du sollst überall dabei sein, du sollst der Herr mein Leben sein, du sollst immer mit mir unterwegs sein. Aber sie vergessen manchmal, mit ihm zu sprechen. Oder manche wissen noch gar nicht so genau, wie sie mit ihm sprechen können. Und wir wollen es heute merken, wir dürfen so mit Jesus reden, wie ich jetzt mit euch rede. Wir dürfen zu jeder Zeit mit ihm reden, wir dürfen ihm alles sagen, wir dürfen aber auch mal hinhören, was Jesus zu uns zu sagen hat. Die Großen kennen das vielleicht schon, manche Kleinen auch, das nennen die mal, die Großen nennen das stille Zeit. Das ist eine Zeit am Tag, den sie sich reserviert haben, wo sie sagen, direkt nach dem Aufstehen oder vorm Schlafen gehen ist meine Zeit, die ich mit Gott verbringen will, die ich mit Jesus reden kann. Und neben dieser Zeit sollen wir immer daran denken, dass wir zu jeder Zeit ihm alles sagen können. Dass er bei uns ist, wenn wir traurig sind, dass wir es ihm sagen können, wenn wir fröhlich sind, dass wir es ihm sagen können, dass wir sogar sagen können, Mensch, Jesus, heute habe ich was ganz Tolles erlebt, es war lustig. Also nicht nur, oh, heute geht es mir schlecht. Jesus möchte an allem in unserem Leben teilhaben und er freut sich, wenn wir mit ihm reden und ihm alles sagen. Okay? Und ihr könnt gleich mal in den Kleingruppen auch drüber reden. Vielleicht sagt der eine, oh, das fällt mir schwer. Oder der andere sagt, oh, ich mache das eigentlich schon. Dann kann der dem anderen mal helfen, erzählen, wie er immer dran denkt, mit Jesus zu reden oder wie er mit ihm spricht. Okay? Und dann können wir uns Jesus auch darum bitten, dass er uns hilft, immer mit ihm in Kontakt zu treten, dass wir es nicht vergessen über den Alltag, dass er uns Tipps gibt und bei uns ist. Okay, mach mal die Augen zu. Lieber Jesus. Lieber Jesus. Danke, dass du immer bei mir bist. Danke, dass du immer bei mir bist. Entschuldigung. Entschuldigung. Wo ich das manchmal vergesse am Tag. Wo ich das manchmal vergesse am Tag. Wo ich nicht mit dir rede. Wo ich nicht mit dir rede. Und auch nicht an dich denke. Und auch nicht an dich denke. Hilf mir. Hilf mir. Mich immer daran zu erinnern. Mich immer daran zu erinnern. Dass ich mit dir immer reden kann. Dass ich mit